Auf die Plätze, fertig, lachen, ist auch heuer wieder das Motto des Roten Nasenlaufes. Egal ob laufen, walken, rollen, hüpfen oder skaten, alles ist erlaubt, um für den guten Zweck kranke Kinder zu unterstützen. Also das ist jetzt das 9. Jahr, was wir den Roten Nasenlauf veranstalten mit der Gemeinde und mit ASFÖ gemeinsam. Warum? Damit man den Klinik-Clowns unterstützen kann und damit die Kinder ganz einfach wieder ein Lachen ins Gesicht bekommen. Also es macht auf jeden Fall Spaß, das zu organisieren, weil man gerade einfach zu einem guten Zweck ganz einfach einmal auch da irgendwo Unterstützung beitragen kann. Und ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es mehr solche Veranstaltungen gibt. Die Gemeinde Leoersdorf freut sich, dass wir das jetzt schon seit, glaube ich, ungefähr 7 Jahren gemeinsam mit Bobby diesen Event veranstalten können. Und für uns ist es wichtig, dass es diese Veranstaltung an sich gibt und damit auch Menschen geholfen werden kann, denen es nicht so gut geht. Wir haben ungefähr alle gemeinsam 500 Kilometer, das ist pro Person 10 Kilometer. Vorher hört da keiner auf. Die Laufstrecke verlief durch die Passage über den Volksschulweg bis hin zum Hauptplatz. 413 Teilnehmer legten in 3 Stunden rund 4.500 Kilometer zugunsten der Roten Nasen-Clown-Doktors zurück. Dies entspricht der Strecke von Leoersdorf nach Lissabon und wieder retour. Wir sind von der ersten Stunde dabei beim Roten Nasenlauf und warum wir mitmachen, um das zu unterstützen. Wir haben auch ein Sozialprojekt in unserer Firma, einen Sozialfonds, und das ist ein Teil von dieser ganzen Tätigkeit, um etwas zurückzugeben an die Umgebung. Für uns, denke ich, hat der Lauf mehrere Aspekte. Das eine ist, es ist wieder ein Event, den wir veranstalten, wo Leoersdorfer die Möglichkeit haben, sich am Rathausplatz zu treffen und hier einen schönen Vormittag zu verbringen. Das zweite ist, der Rote Nasenlauf passt natürlich auch perfekt zu unserem Image als Laufgemeinde, ist eine gute Ergänzung zum Brückenlauf. Und der wesentliche Aspekt, der dritte Aspekt ist natürlich, dass wir hier Mittel lukrieren können und aufstellen, um bedürftigen Menschen helfen zu können. Und so gesehen ist es ein ganz toller Event. Während die Erwachsenen ihre Runden drehten, konnten sich die Kinder in der Spielecke vergnügen. Aber es gibt ja die Kinderspielstation für die Kinder, die halt zum Teil beim Lauf mitmachen, auf ihren Skateboards, auf ihren Rollschuhen. Und wenn ihnen dann Fahrt wird, dann spielen sie ein bisschen dazwischen. Und wenn sie sich wieder erholt haben, dann laufen sie wieder ein paar Runden oder machen mit. Und so gesehen ist es einfach ganz toll. Die Eltern können entspannt laufen, die Kinder werden auch betreut und ganz Leoersdorf fühlt sich wohl. Wollten Sie heute hier mitgelaufen sein, dann sind Sie automatisch bei der Verlosung mit dabei.